Von meinem Sponsor Gearbest habe ich ein ferngesteuertes Modellauto bekommen, um damit mein Robo Spatium erweitern zu können. Nach einigen Umbauten könnt ihr dieses Fahrzeug über einen Browser in meinem Roboterraum steuern. Beginnen möchte ich das Video mit dem hier zu sehenden, unmodifizierten Fahrzeug. Die Abmessungen betragen 380 x 185 x 175 mm bei einem Fahrzeuggewicht von 780 Gramm. Alle sechs Räder des Fahrzeugs der Firma WL Toys sind angetrieben, die grobstolligen Gummiräder besitzen einen Durchmesser von 78 mm. Die Fernsteuerung im Pistolengriffdesign benötigt vier Batterien vom Typ AA, die nicht in dem Paket enthalten sind. Die enthaltene Fahrzeugbatterie ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 6,4 Volt Nennspannung und einer Kapazität von 320 mAh. Diese ist im Fahrzeugboden untergebracht, die Klappe wird mit einer Schraube gesichert. Da der beiliegende Kreuzschlitzschraubendreher nicht so richtig zu dem Schraubenkopf passt, verwende ich hier mein eigenes Werkzeug. Nach dem Einschalten von Fernbedienung und Modellauto kann's losgehen. Mit dem Abzug an der Pistolenschaltung kann das Fahrzeug vorwärts und rückwärts gesteuert werden. Die Geschwindigkeit kann nur mit viel Gefühl in zwei Stufen angesteuert werden. Die Lenkung ist nicht proportional, es geht nur geradeaus oder voll nach links bzw. rechts. Zu hören ist, dass der Motor der Lenkung nicht abschaltet, wenn der Vollausschlag erreicht ist. Schaltet der Motor ab, wird die Lenkung über Federn in Geradeausstellung gebracht. Der Geradeauslauf kann über einen kleinen Hebel justiert werden. Das Innenleben zeigt, dass der Motor der Lenkung über eine Fliehkraftkupplung mit den Zahnrädern verbunden ist. Damit wird eine Überlastung des Lenkgetriebes oder des Motors verhindert. Die Räder an jeder Achse sind starr miteinander verbunden und jedes Paar wird über einen Getriebeelektromotor angetrieben. Alle drei Achsen sind unabhängig voneinander gefedert an der Karosserie aufgehängt. Die Beleuchtung des Fahrzeugs kann nicht über die Fernbedienung geschaltet werden und ist im Betrieb ständig eingeschaltet. Zeit für erste Testfahrten in der Wildnis Deutschlands. Die sechs angetriebenen Räder erlauben Fahrten auf lockerem Waldboden. Steigungen schafft das Fahrzeug auch in rauem Gelände. Alles in allem ist die Geländegängigkeit in Bezug auf die Größe des Modellautos sehr gut, es geht über Stock und Stein. Ein kleiner Haufen Kies wird zum Abenteuerspielplatz. Es macht Spaß, den WL Toy 6-Wheeler über den unebenen Untergrund zu steuern. Grenzenlos sind die Offroad-Fähigkeiten zwar nicht, ich war aber immer wieder überrascht, welche Steigungen das Fahrzeug erklimmen konnte. Die 320 mAh des Akkus reichen für etwa 10 Minuten Fahrzeit in dem Kieshaufen. Wer ständig Vollgas fährt, muss schon deutlich früher wieder an die Ladebuchse. Geladen wird der Akku mit Hilfe des mitgelieferten Kabels über einen USB-Anschluss, ein Netzteil ist nicht Bestandteil des Paketes. Nach etwa 1,5 Stunden ist der Akku wieder geladen, was über die grüne LED angezeigt wird. Damit kann der Fahrspaß erneut beginnen. Wie zu Beginn des Videos angekündigt, war meine Absicht von vornherein, das Fahrzeug per Browser über das Internet zu steuern. Dazu habe ich zusätzlich einen Raspberry Pi 3,
eine zugehörige Kamera und eine doppelte Haarbrücke von meinem Sponsor erhalten. Akkus mit einer höheren Kapazität sowie ein Step-Down-Konverter werden ebenfalls benötigt. Die Originalplatine des Fahrzeugs habe ich entfernt und Ausschnitte und Bohrungen am Chassis vorgenommen. Für den Raspberry Pi und die Kamera habe ich entsprechende Gehäuse gedruckt. Den Schaltplan der Elektronik und Anweisungen zur Installation der nötigen Software gibt's auf meiner Projektseite als Download. Dort findet ihr auch eine detaillierte Anleitung zum Umbau. Zur Energieversorgung verwende ich einen Lithium-Polymer-Akku mit einer Nennspannung von 7,4 Volt und 2000 mAh Kapazität. Da die Spannung höher ist als beim Original-Akku, wird die Haarbrücke mit Pulsweitenmodulation angesteuert, sodass die effektive Spannung an den Motoren nach wie vor etwa 6,4 Volt beträgt. Der Raspberry Pi wird über einen Step-Down-Konverter mit 5 Volt versorgt, eine höhere Spannung würde diesen Einplatinencomputer zerstören. Nach dem Umbau sieht das Modellauto nicht wirklich anders aus als zuvor, kann nun aber über jeden Browser ferngesteuert werden. Hier ist ein Smartphone mit dem WLAN des Raspberry Pi gekoppelt, womit eine lokale Steuerung möglich ist. Wird der Raspberry Pi hingegen mit dem Internet verbunden, so kann das Fahrzeug von jedem Ort des Planeten ferngesteuert werden. Der WL Toys ist damit Bestandteil meines Robospatiums und ihr könnt die Steuerung des Rovers übernehmen. Probiert's mal aus! Da die Kapazität des Akkus nur für etwa 2 Stunden Betriebszeit reicht, ist dieses Fahrzeug nicht rund um die Uhr im Einsatz, es gibt in meinem Robospatium aber noch mehr Roboter, die ihr jederzeit steuern könnt. Der Vorteil ist, dass ich den Six-Wheeler hin und wieder auf Außenmissionen schicken kann. Im lokalen Betrieb kann die Kamera Videos aus der Fahrerperspektive in Full HD Auflösung aufnehmen und speichern. Beim Streaming über das Internet muss die Auflösung allerdings reduziert werden, um Bandbreite zu sparen. Ich habe auch eine Version programmiert, die Einzelbilder im Abstand mehrerer Sekunden überträgt, was technisch einfacher zu realisieren ist als das Videostreaming. Es gibt noch einiges an der Software dieses Rovers zu optimieren, aber schon in dem jetzigen Stadium funktioniert die Übertragung von Bildern aus ganz fernen Welten sehr gut. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!